Heute in den News, der nächste große Steam-Shooter steckt in einem Review-Bombing-Shitstorm, Planet Coaster 2 wurde offiziell angekündigt und Riot hat heimlich an einem Smash Brothers-Klon gearbeitet. Hossa Internet, mein Name ist Michael Obermeier und diese Ausgabe der GameStar News wird euch frisch präsentiert von TikTok. Wir bedanken uns bei unserem Partner für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's los mit den News! Mit Once Human ist diese Woche nach The First Descendant ein weiterer heiß erwarteter Free-to-Play-Shooter auf Steam erschienen und auch hier ist die große Vorfreude inzwischen aber in einen waschechten Review-Bombing-Shitstorm umgeschlagen. Der Vorwurf diesmal: Datenklau. So heißt es in zahlreichen der negativen Bewertungen zum Survival-Shooter, dass sich der chinesische Betreiber NetEase in den fast 80 Seiten Nutzungsbedingungen vorbehält, zahlreiche persönliche Daten abzufragen und zu speichern. Außerdem bringe Once Human angeblich auch verdächtige Zusatzsoftware mit, die nach der Deinstallation trotzdem auf eurem System zurückbleiben soll. Die Steam-Bewertungen stehen damit aktuell nach über 12.000 Reviews bei nur 62% Empfehlung, also ausgeglichen. In den Nutzungsbedingungen heißt es, dass NetEase-Daten wie Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht und sogar die Pass- oder Ausweisnummer speichern würde. Vor allem Letzteres geht vielen aber zu weit. Zudem laufen nach der Installation von Once Human die beiden Anwendungen AF-Counter und AF-UUID im Autostart mit, die auch da bleiben, wenn man das Spiel wieder deinstalliert. Einige Steam-Reviews fürchten, dass es sich dabei um Spyware handelt. Aber ist das auch wirklich so? Im Falle der beiden Dateien hat sich inzwischen aufgeklärt, wo die herkommen. Beide hängen mit der Software AppsFlyer zusammen, die trackt, wie oft eine Anwendung installiert wurde. Eigentlich sollten die Prozesse unsichtbar in der Registry des Spiels und nicht im Autostart laufen. Den gleichen Fehler hat NetEase aber auch schon beim Port von Summoner's War geliefert. Zu den anderen Bedenken hat sich NetEase in einer Stellungnahme auf Steam gemeldet. Dort heißt es, man würde sorgfältig mit allen Daten umgehen und diese nur dann weitergeben, wenn es örtliche Gesetze vorschreiben würden. Auf Discord geht NetEase hier sogar noch mehr ins Detail und erklärt, dass man die Passnummer nur dann abfragen würde, wenn es beispielsweise darum ginge, die Identität eines Erziehungsberechtigten eines Minderjährigen zu verifizieren. Solche Daten würden danach aber umgehend wieder gelöscht. NetEase erklärt außerdem, dass der firmeneigene Launcher Loading Bay fürs Spielen von Once Human komplett optional sei, man brauche das Programm also nicht. Jetzt ist es natürlich schwer nachzuprüfen, wer hier recht hat. Die User, die NetEase den frechen Datenklau vorwerfen, oder NetEase, die das als ganz normales Vorgehen beschreiben. Und selbst wenn NetEase eure Daten nicht böswillig an Dritte weitergibt, sind sie natürlich trotzdem, wie bei jedem anderen Anbieter auch, nicht vor Diebstahl sicher. Erst 2017 hatten Hacker hunderte Millionen Accounts von NetEase-KundInnen gestohlen und im Dark Web verkauft. Knock, knock. Frontier Developments hat Planet Coaster 2 angekündigt. Die Aufbaufortsetzung lässt euch natürlich wieder den Freizeitpark eurer Träume bauen. Neu sind diesmal aber allerhand unterschiedliche Wasserrutschen und Poolattraktionen. Erstes Gameplay soll es am 31. Juli geben. Der Release auf PC, Xbox Series und PS5 ist für diesen Herbst geplant. Auch zu Greedfall 2 gibt es einen Termin. Hier hat das Team von Spiders aber den Start des Early Access bekannt gegeben. Am 24. September könnt ihr auf Steam loslegen. Später soll das fertige Spiel dann auch auf PS5 und Xbox Series erscheinen. Mehr dazu seht ihr übrigens auch hier in unserem Vorschauvideo. Pool Party war wohl der Arbeitstitel eines neuen Fighting Games von Riot, in dem sich Charaktere aus League of Legends im Stil von Smash Bros. Ordentlich auf die Schnauze gehauen hätten. Weggeklatscht wurde jetzt aber wohl das ganze Spiel, denn laut dem Newsletter Readergraph soll Riot das Projekt noch vor der offiziellen Ankündigung schon wieder eingestampft haben. Den Quellen nach waren zwischen 70 und 80 EntwicklerInnen bei Riot an Pool Party beteiligt, 10 von ihnen haben dadurch jetzt ihren Job verloren. Riot hatte ursprünglich die Ambition, einen Konkurrenten zu Smash Bros. Aufzubauen, bei dem man vor allem die E-Sports-Szene fördern will. Hier hatte man sich einen Wettbewerbsvorteil zum Mario-Prügler erhofft, da Nintendo traditionell wenig für Turniere und Ligen getan hat.
Offenbar hat man in der Zwischenzeit aber dann doch keine Perspektive mehr für Pool Party gesehen. Jetzt ist es also weg vom Fenster. Falls sich der Name übrigens bekannt vorkommt, ist das kein Zufall. 2018 hatte Riot auch einen In-Game-Event namens Pool Party in League of Legends. Von Büren war damals der Codename für Fallout 3, als die Serie noch bei Black Isle und Interplay lag. Aber daraus wurde nie was, denn das Projekt wurde 2003 noch während der Entwicklung beerdigt und die Marke an Bethesda verkauft. Klappe zu, Affe tot. Bis jetzt, denn ein unendlich fleißiges Mod-Team hat aus den Überresten der früheren Tech-Demo und geleakten Lore-Fetzen die Total Conversion Fallout Yesterday für den Vorgänger Fallout 2 gemacht. Wenn ihr davon die Vollversion habt, könnt ihr die Mod in der aktuellen Version 0.6 kostenlos runterladen und bekommt damit ein eigentlich komplett neues klassisches Fallout-Abenteuer mit dutzenden Quests, neuen Schauplätzen, zig Waffencharakteren, neuen Perks und Trades. Den Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung. This story brought to you by Vault-Tec. Der Beat'em-up-Uropa Double Dragon kehrt zurück. Unter dem Titel Double Dragon Revive arbeiten die Wrestling-Experten von Hughes jetzt für Arc System Works an einem zeitgemäßen 3D-Remake des Klassikers. Der kam 1987 erstmals in die Spielhallen und wurde zuletzt 2017 mit dem eher sehr mittelmäßigen Double Dragon 4 fortgesetzt. Mal sehen, ob dieser Neuanfang der Marke nochmal zu alter Stärke verhilft. Ja, das ging schnell. Gerade mal ein Jahr nach dem offiziellen Release wird der Loot-Shooter Synced von Next und der Tencent-Tochter Level Infinite schon wieder abgeschaltet. Noch bis zum 9. September könnt ihr das Free-to-Play-Spiel weiterspielen und eure gekauften Inhalte nutzen. Danach gehen die Server und auch jeglicher Fortschritt aber für immer vom Netz. Na, wirklich überraschend war das jetzt nicht. Steam-Bewertungen sind mies und zuletzt haben maximal 20 Leute gleichzeitig gespielt. We're thinking. What are you thinking about? Das Warhammer 40k-Rollenspiel Rogue Trader ist ja schon ein ziemlicher Klopper. Soll mit dem Void Shadows DLC aber nochmal ein Stück klopperigerer werden. Der bringt nämlich eine neue Begleiterin, die Assassinin Kibella, und rund 15 Stunden neue Abenteuer. Das Addon kommt jetzt aber später. Owlcat braucht nämlich mehr Zeit, um das Ding sauber fertig zu basteln. Statt dem 8. August erscheint Void Shadows jetzt am 24. September. Das Testvideo zum Hauptspiel seht ihr übrigens hier. Und es war schon wieder mit den News für diese Woche. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Heute gibt es natürlich noch die Neu- und Gratis-Games mit Natascha. Ansonsten kommen die nächsten News dann am Montag. Euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Weiterspielen.